Weg, Coronavirus. Da könnte ein Tröpfchen sein. So ähnlich habe ich mich in den letzten Tagen gefühlt. Corona überall. Bei uns im öffentlichen Bereich lauert überall die Gefahr des Coronavirus. In ganz Österreich gibt es inzwischen Verbote, den Privatbereich zu verlassen, außer mit wenigen Ausnahmen. Der Virus hat Österreich in die Knie gezwungen. Wir laufen im Notbetrieb. Weltweit stöhnen die Länder unter der Bedrohung dieses Virus. Die UNO hat diese ganze Sache, diese Krise zur Covid-19-Pandemie erklärt. Viele sind in diesen Tagen in Angst. Die Angst kann uns auch antreiben, dass wir uns schützen vor Gefahren. Zum Beispiel gibt es momentan in Österreich sehr viele Maßnahmen, die helfen sollen, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Ich verstehe, dass in diesen Tagen viele in Angst und Sorge sind. Gleichzeitig denke ich mir, sollten wir gerade jetzt auch den Blick auf die Chancen dieser Zeit richten. Wir können zum Beispiel gerade jetzt zeigen, wie sehr wir fähig sind, zusammenzuhalten oder auf der Seite der Schwachen zu stehen. Mir kommt da noch ein positiver Aspekt in den Sinn. Viele reden ja in diesen Tagen auch von den kleinen, unsichtbaren Tröpfchen, die überall sein könnten und das Coronavirus enthalten könnten. Ich denke da an ein unsichtbares Wasser, das uns umgibt. Viele kennen dieses Wasser gar nicht und wissen nicht darum. Ich meine jetzt nicht das Wasser, das wir in Flaschen kaufen können oder das aus dem Wasserhahn fließt. Ich meine das Wasser, von dem Jesus spricht. Ich denke, Jesus würde heute sagen, ich gebe euch ein unsichtbares, lebendiges Wasser. Ihr könnt das immer trinken, es ist immer und überall für euch da. Ihr braucht nur mich bitten, dann gebe ich euch dieses Wasser. Und das Wasser, das ich meine, das ist der Heilige Geist. Das ist die Liebe Gottes. Ihr könnt diese Liebe in euch aufnehmen. Und mir scheint, Jesus möchte heute auch sagen, mein Wasser, mein Heiliger Geist, er bewirkt in euch, dass ihr euch geborgen fühlt im Segen Gottes. Und dieser Geist treibt euch zusammen, dass ihr zusammenhaltet und gemeinsam Gefahren überwindet. Dieser Geist kann auch Wissenschaftler inspirieren, er kann ihnen Ideen eingeben, dass sie schnell Medikamente und einen Impfstoff gegen das Coronavirus finden. Ich möchte zuversichtlich sein in diesen Tagen und ich möchte zu Jesus beten, Jesus, schenk uns deinen Heiligen Geist, das unsichtbare Wasser, das immer und überall da ist. Mit seiner Hilfe werden wir die Covid-19-Pandemie besiegen.